geht ab, Freunde, und einen wunderschönen guten Morgen hier zu unseren Rewards. Wir haben gerade kurz vor 9. Es ist doch eine etwas ungewohntere Uhrzeit, ein Video aufzunehmen. Nicht unbedingt wach zu sein, das geht gerade noch, aber es ist halt schon, ja, schon hart ein bisschen das aufzunehmen. Wir sind jetzt hier direkt am Start, haben unsere Boni verfügbar, unsere Division Rivals, denn die kommen schon ganz früh. Und wir haben das Unfassbare wahrgemacht, Freunde. Wir sind Division 1. Wir haben einfach das erste Mal in FIFA 19 225k Sets und 235k Sets, Freunde. Ja, Freunde, was soll ich großartig erzählen? Wir haben das La Liga Tots draußen, Messi, Griezmann, Suarez. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Franzosen, Benzema, Dembélé, Ben Yedder. Das sind so die dicken Fische. Ansonsten sind da viele dabei, die nicht so gut sind. Und da habe ich auch ein bisschen Angst in den Player-Picks. Wir haben natürlich wieder ganz ordentlich abgeschnitten für Champions, aber dazu kommen wir erst gleich. Wir gehen jetzt erstmal rein. Ja, Freunde, wir kommen jetzt zu unserem Mega-Pack Nummer 1. Ich will einen Walkout insgesamt heute ziehen hier in diesen Rival-Sets. Ja, immerhin Schlitz. Brasilien, Stürmer, Jesus, let's go! Überragend. Zweites 35k-Set. Come on, walk out! Aber aus den 125k-Sets, da will ich was Fettes ziehen, was Blaues. Immerhin Schlitz. Garantie, ZIV. Okay, diesen spanische Flair-Nationalität werden wir wahrscheinlich heute noch ein bisschen öfter sehen in diesem Video. Ja, schreibt auch gerne mal rein, was ihr gezogen habt. Würde mich mal interessieren, vor allen Dingen eure Player-Picks und natürlich, falls ihr so ein Dreier-Inform-Set hattet, schreibt das auf jeden Fall mal rein. Macht euch bereit, Freunde. 225k-Sets. Ein Walkout muss kommen. Let's go. Come on. Erstes Set, bitte Walkout. Inform. Ja, gut. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer überhaupt im Inform-Team der Woche ist. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich hier einen Walkout einen blauen wollte? Okay, bitte EA, jetzt aber ein Walkout. Come on, bitte. Lass mich diese Rival-Sets nicht umsonst gemacht haben. Let's go, Walkout. Come on, blau. Kein blauer. Portugal. Brasilien, LF, ZIV. Thiago Silva, 88er nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ist hochgeratet. Kann tanzen. Habe ich, glaube ich, sogar doppelt. Untrade, glaube ich, sogar auch. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich bei den Food Champions Rewards wieder. Punkt 10 Uhr, Food Champions. Wir holen uns die Belohnungen ab. Let's go. Come on. Ich habe Elite 2 geholt. 25 Siege heißt insgesamt 3 Spielerwahlobjekte. Also 3 TOTS-Karten zur Auswahl. Ein garantiertes 3er La Liga Tots Pack und 100k Pack. Puh. Also, ich brauche unbedingt irgendwie ein Feeling hier. Ich baller mir jetzt erstmal was auf die Ohren, Mann. Ich habe schon vorher erwähnt, Freunde. Ich will einen Franzosen, Messi oder einen Suarez. Alles andere eher sehr, sehr uninteressant. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen das erste auf. Come on. Let's go! Okay, wir haben immerhin 95er Oblak drin. Ist für den Start schon mal ziemlich gut. Diana haben wir noch drin. Diana, komm runter. Emre, Melisölö, Santi Cazorla und Calderim. Und ja, klare Angelegenheit. Gehen wir mit Jan Oblak 95er. Pack Nummer 2. Come on, come on, come on! Okay, das ist eigentlich auch relativ easy. Banega kostet, glaube ich, 50k. Ter Stegen haben wir schon an Trade. Und Parejo hat das höchste Rating. Komm, gehen wir mit Parejo. 93er, 95er und jetzt bitte ein Franzosen, EA. Bitte ein Franzose. Let's go. Let's go. Jordi Alba ist ziemlich gut. Ist 600k wert. Ist ein guter Mann. Ist zwar nicht ein Franzose, aber von den Spaniern her müsste er der wertvollste sein, glaube ich. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Let's go! 100k Set. Ab geht's. EA. Walkout. Alvaro Morata. Herzlich willkommen. Okay, darauf haben wir alle gewartet. Das 3er Premium La Liga Tot Set. Ich mache heute gar nicht viel um den heißen Brei herum. Come on. Come on. Bitte Frankreich,
Bitte Argentinien, Messi. Come on! Oblak? 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 Rein theoretisch könnte ein Dembélé hinter sein. Ein Ben Yedder vielleicht noch. Aber Jan Oblak an sich ist, glaube ich, 100, 200k wert. Ich weiß es nicht. Zumindest kein Spanier gewesen. Aber bitte, das was drin zu. Na? Na? 170? 150? Ja, 60k. Und knapp 100k. Heißt, wir haben summa summarum 300k gemacht in diesem Set. Ist, glaube ich, wenig, wenn man so überlegt, was wir im Bundesliga hatten, was wir im Premier League hatten. Naja. Ja, Freunde, das war's jetzt soweit von meinen Food Champions Rewards. Heute mal ein kurzes, knackiges Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Morgen geht's natürlich weiter mit einem neuen Video. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel geile Picks in euren Rewards. Ich bin jetzt raus, macht's gut, haut rein und ciao. Wow, voll die 3D-Effekte hier.